verfolge hier wieder dasselbe Zielfahrzeug wie vorhin. Ein früheres Zielfahrzeug wurde gesichtet. Wir nehmen die Verfolgung wieder auf. Ich höre gerade den Polizeifunk ab und glaub mir, da draußen wird's heftig. Folgen jetzt auf die nächste Stufe.
Straßen vor euch gerade mit Nägeln. Hat das noch jemand gesehen? Ja, wir haben nicht. Ich breche die Verfolgung ab. Mein Wagen sieht aus, als hätte ihn ein Zug erwischt. Okay, sieh dich vor. Die Cops fahren jetzt alles auf, was sie haben. Das war kein übler Rampenversuch, wenn ich mich mal selbst wissen darf. Zentrale, sagt dem Heli-Piloten, er soll hier die Straßen überwachen. Der Heli ist gleich bei euch. Haltet euch bereit. Wir brauchen hier draußen mehr Einheiten, bevor wir komplett die Kontrolle verlieren. Verstärkung ist gleich bei euch. Und natürlich kriegt ihr von mir. Jetzt kommt schon, lass uns den Mist beenden. Hier 710, wir sind jetzt bereit, das Zielfahrzeug auszuschalten. Wir knöpfen uns den Wagen jetzt vor. Achtet darauf, dass sich irgendwo eine Lücke bietet. Ist die Zielperson schon im Gewahrsam? Wir haben es nicht hingekriegt. Wieder hergefunden, ha? Huh? Klar, ich mag's hier. Thank you.
den Wagen vor mir. Da bitte Informationen über das Zielfahrzeug. Zielperson sitzt am Steuer einer Chevrolet Corvette. Aufwachen! Einer unserer Leute verfolgt gerade einen verdächtigen Wagen. Thank you.
Kreis kommen. Mit so einer lahmen Karre werde ich den Wagen nie einholen. Ich habe das gesuchte Fahrzeug im Blick. Ab jetzt übernehme ich. Ich werde es genießen, diesen Wagen hochzunehmen. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten für mich? Ich brauche hier noch ein bisschen mehr Zeit. Hey Leute, probiert eure Runflats bitte nicht an den Nagelbändern aus, die wir gerade auslegen. Ich habe dem Wagen die Stoßstange zerbeult. Das hat nur leider nicht ausgereicht, um ihn zu stoppen. Jetzt komm schon! Ich habe das Gefühl, ich muss hier alles alleine machen. Ihr wollt eine Verstärkung? Könnt ihr haben? Diese Verfolgung geht mir langsam auf die Nerven, also schickt bitte sofort die Crew hier raus. Wir haben weitere Streifenwagen angefunkt, die euch unterstützen werden. Ich hätte euch erspart, selbst Nagelbänder auslegen zu müssen. Ihr könnt euch später dafür bedanken. Alles klar. Wir haben's gleich, Zentrale. Hey, du Pfeifen in dem Chevrolet. Ah, ich schlaf hier gleich ein. Ist die Sache erledigt? Kleinen Moment, hier läuft nicht gerade nach Plan. Wir 7-10 sind jetzt bereit, die Zielperson zu stoppen. Na los, macht schon. Schickt uns endlich einen Hubschrauber her. Ich hoffe, der Heli ist wirklich nötig. Flugbenzin kostet das Department sogar noch mehr als bleifrei. Wir legen gerade im weiteren Straßenverlauf Shredder auf. Wir müssen die Zielperson eigentlich aufhalten. Alles klar. Wir setzen jetzt zu einem Rammmanöver an. Ich würde sagen, das hier ist genau mein Ding. Schickt die anderen so schnell wie möglich her. Wir brauchen hier dringend weitere Einheiten. Aufgerüstete Einheiten sind auf dem Weg. R1 hat die laufende Verfolgung jetzt im Blick. Wir räumen den Wagen jetzt ab. Ich muss abbrechen. Mein Wagen ist vollkommen am Ende. Ich würde sagen, es wird Zeit für ein Pitmanöver. Eine der Crews bereitet gerade ein paar Nagelbänder für euch vor. Okay, alles klar. Hey, hat dich meine Schwester wieder in Schwierigkeiten gebracht?
verstanden. Bin auf Code 3. Ein paar Einzelheiten über das Zielfahrzeug wären echt hilfreich. Unsere Zielperson sitzt am Steuer einer Chevrolet Corvette. An die Arbeit, Team. Wir haben hier eine laufende Verfolgung. Und denk dran, die Nacht gehört uns.
Begleitung. Alles okay. Ein paar Teile an deinem Wagen waren sogar noch heil.
Straße verteilt. Alles klar.
So langsam fällst du wirklich auf, hm? Ist ja unser Heißsporn. Na komm, kühl dich da drüben kurz ab.
hat das hier die ganze Nacht gemacht. Wir haben diesen Holkopf heute zwar schon mal gejagt, aber Herr Dost war noch nicht genug. Okay, Leute, eure Kaffeepause ist vorbei. Unser flüchtiges Fahrzeug von vorhin hat anscheinend noch nicht genug. Thank you.
Schaltet die Sirenen ein und hängt euch dran.
Überfahrt. Ich versuche gerade den Fahrer einer Chevrolet Corvette zu schnappen. Komm schon, dem heizen wir jetzt mal so richtig ein. Haben das alle mitbekommen? Unsere Zielperson fährt offenbar eine Chevrolet Corvette. Nicht da.
langsam. Dauer. Keine Sorge, Lucas kann alles reparieren.